einer neuen Folge von Call of Beauty. Ich weiß, es kam wirklich sehr lange keine Folge mehr von mir. Aber das lag einfach daran, weil ich sehr beschäftigt war mit meinem Adventskalender. Hashtag December, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und deshalb hätte sich das ein bisschen überschnitten mit Call of Beauty. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu böse. Und ja, ich dachte einfach mal, dass wir einfach direkt mit einem sehr angefragten Video anfangen. Und ich habe diesmal meine Schminksammlung für euch, weil ihr die wirklich sehr angefragt habt. Und ich mache das Video nicht, um irgendwie anzugeben oder zu sagen, yeah, ich habe voll viel Schminke und so, sondern einfach nur, weil ihr es so gerne sehen wolltet und ich wollte euch einfach mal meine Prachtstücke so zeigen und ja, ihr werdet sehen, ich habe sehr viel Schminke, aber ich habe natürlich sehr viel geschenkt bekommen von Events, von Firmen zum Testen und da sammelt sich halt schon sehr viel an und nach 2 Jahren YouTube sammelt sich wirklich sehr viel an und ich weiß, bevor ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich vielleicht einen Concealer, einen Puder und eine Mascara. Seit ich mit YouTube angefangen habe und seitdem ich auch Beauty-Tutorials gucke, habe ich mich einfach so oft anfixen lassen und so viele Meinungen zu so vielen Produkten gehört und dass ich da einfach ein paar Dinge gekauft habe und da ist jetzt nach 2 Jahren so viel zusammengekommen. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefällt und vielleicht inspiriere ich euch mit ein paar Dingen. Vielleicht habt ihr auch Spaß dran, einfach mal zuzugucken, was ich so alles habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Aber wir sagen jetzt einfach mal, los geht's und viel Spaß! Fangen wir einfach mal mit meinem Schminktisch an. Den habe ich mir von IKEA geholt. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie er jetzt heißt. Aber er war jetzt nicht allzu teuer und ja, da drüber habe ich einen Spiegel, den habe ich von Poco. Und diese wunderschönen Lampen habe ich ebenfalls von IKEA und die wurden nicht dran geschraubt, die habe ich einfach nur an die Wand geklebt. Also nichts mit Schrauben oder so, das ist ganz easy einfach dran zu machen. Fangen wir einfach mal mit der linken Seite meines Schminktisches an. Und zwar finden wir hier so ein kleines Döschen, kleinen Blumentopf. Ich bin mir gar nicht sicher, was es genau darstellen soll. Auf jeden Fall kenne ich sehr viele, die das so benutzen für so Krimskrams für Haar. Und zwar habe ich hier in diesem, ja, eigentlich nur lauter Haargummis drin, Spangen drin. Also lauter Zeug, was man für die Haare benutzt. Also ist es eigentlich sehr praktisch, dass man das alles auf einem Platz hat. Das habe ich in rosa gewählt, weil ich dachte, so ein paar Farbakzente passend zur Wand ist eigentlich ganz süß. In meinem nächsten Döschen hier, das ist eigentlich genau das gleiche, nur in weiß. Hier finden wir eigentlich alle Lidschattenpinsel und alle, ja, Augenbrauenpinsel, ein paar Concealerpinsel, also die kleineren Pinsel. Das haben sich nach der Zeit sehr, sehr viele angesammelt. Ich hatte, glaube ich, früher nur so einen Applikator. Ich benutze alle auch fleißig und ja, das sind so meine ganzen Schmuckstücke. Kommen wir nun hier zum größten Blumentopf. Und zwar finden wir hier drin meine Foundation, meine Puder, meine Blush und meine Konturpinsel. Also meine ganzen großen Pinsel, die ich so benutze. Hier ein Rougepinsel, Blushpinsel, sieht man auch hier sehr schön an der Farbe. Natürlich wasche ich die auch, nur das ist jetzt glaube ich schon 2 Wochen her und ja, dann sehen sie halt ein bisschen so aus. Aber ich wasche sie natürlich regelmäßig. Zum Beispiel den habe ich jetzt gar nicht noch benutzt nach dem Waschen. Und die lagere ich alle hier schön in der Ecke. So, weiter geht es mit der rechten Ecke. Und hier habe ich einfach mal so 1, 2 Kerzen hingestellt, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber fangen wir hier mit dem Döschen an. Und zwar passend zu der linken Seite habe ich hier auch ein rosanes stehen. Und zwar ist da eigentlich nur lauter Krimskrams drin. Wimpernzangen, Anti-Pickelzeug, einen Kamm zum Toupieren, Augenbrauenrasierer oder Gesichtshärtchenrasierer, Q-Tips, Pinzetten, also die benutze ich eigentlich immer zum Wimpernzupfen. Weiter geht es mit dem mittleren Blumentopf. Und zwar habe ich hier drin eigentlich nur so Kajalstifte, verschiedene Farben. Dann habe ich hier Augenbrauenstifte, ganz viele. Dann habe ich hier Highlighter fürs Auge, Augenbrauengel. Hier auch nochmal Augenbrauengel, Eyeliner. Nun geht es auch schon weiter mit meinem letzten großen Blumentopf. Und zwar finden sich hier alle meine Mascaras. Natürlich benutze ich nicht alle, aber das sind die meisten, die ich einfach irgendwie geschenkt bekommen habe auf Events oder irgendwelche zugeschickt habe. Und natürlich kann ich die nicht alle auf einmal benutzen. Aber ihr seht, hier sind alleine 1, 2, 3, 4 von meiner Lieblingsmascara, also von meiner Catrice Glamour Doll Mascara drin. Ihr wisst ja, dass ich sie über alles liebe. Und so sieht das Ganze auf meinem Tisch aus. Und ja, hier seht ihr auch noch 4 Lip Balms, EOS Lip Balms. Aber ich habe noch mehr. Nur die sind irgendwo in meinen Taschen verschwunden. Vielleicht finde ich sie irgendwann mal wieder.
Und ja, hier haben wir dann jetzt meine rechte Seite. Also hier sieht man ein paar Haarbänder, die ich halt auch sehr gerne benutze, wenn ich mich schminke oder so, damit mir die Haare nicht ins Gesicht fallen. Hier haben wir noch einen Spiegel, den ich auch benutze beim Schminken. Hallo! Also falls mir das ein bisschen zu weit weg ist, dass ich mich dann hier so sehe. So, machen wir mal die Schublade auf und beginnen wir einfach mal mit der rechten Seite hier. Und zwar seht ihr hier einfach eine ganz normale Glossybox. Die kann man eigentlich sehr gut benutzen für solche Dinge, weil man auch sehr viel verstauen kann. Hier drin in dieser Box habe ich einfach meine Lipbalms und meine Pflegeprodukte drin. Also ganz normale Babylips oder hier habe ich so EOS Chapsticks. Also einfach meine ganzen Pflegeprodukte für die Lippen, die meistens halt nicht farbig sind. Dazu sind zum Beispiel diese Pinsel da. Also die habe ich jetzt hier reingetan, damit ich das halt gut draufschmieren kann auf meine Lippen, weil ich halt lange Fingernägel habe und das dann halt immer darunter kleben bleibt. Links von meinen Pflegeprodukten seht ihr hier wieder eine Glossybox und hier habe ich eigentlich meine ganzen Lippenstifte verstaut. Hier seht ihr eine komplette Sammlung meiner Lippenstifte. Das sind verschiedenste Marken. Ich sortiere aber auch sehr oft aus. Also wenn ich zum Beispiel eine Farbe überhaupt nicht mehr mag oder der Lippenstift einfach kaputt ist, dann werfe ich den auch weg und hier sind eigentlich nur so die Produkte drin, die ich auch benutze. Ich will euch mal den hier zeigen. Ich weiß nicht, ob das so gut in der Kamera rüberkommt, aber der ist wirklich richtig, richtig knallig. Das ist eigentlich gar kein richtiger Lippenstift, sondern ein Karnevalslippenstift. So, dann haben wir hier in der Ecke zum Beispiel meine ganzen Lippenstifte, wollte ich schon sagen. Nein, meine Lip Liner. Und das sind auch von verschiedensten Marken. Dann findet man hier unten meine Lip Butters. Das sind auch wirklich meine Favorites. Also ich liebe die. Die fühlen sich einfach mega gut auf die Lippen an. Dann habe ich hier meinen allgeliebten Lime Crime. Das ist ein Lipgloss, aber in dunkelrot. Und er ist matt auf den Lippen. Und ich liebe ihn einfach über alles. Wieder ein Stück weiter sieht man hier so ein bisschen Krimskrams. Also hier findet man Anspitzer, die ich für meine Kajals und anderen Stifte brauche. Dann habe ich hier zum Beispiel ein Augenbrauengel. Das gibt es leider nicht in Deutschland. Ich habe es aus den USA mitgebracht. Und hier habe ich einen Eyeliner-Gel von Bobbi Brown. Nur noch mein Augenbrauenpuder und meine Abschminktücher, die man halt immer mal wieder braucht. Gerade halt für abends mal abschminken. Ist eine ganz gute Idee, so abschminken abends. Ne? Kann man nichts falsch machen mit. Aber gehen wir jetzt auch einen Schritt weiter. Und hier in dieser Glossy-Box finden wir eigentlich meine ganzen Foundation-Sachen. Also hier habe ich Puder drin. Kommt immer drauf an, was für eine Jahreszeit gerade ist. Hier habe ich meine ganzen Concealer. Also es sind auch wieder komplett verschiedene Marken und ist natürlich sehr praktisch für Augenringe, für Unreinheiten und ich bin eigentlich eher so der Fan, der einfach nur eine Tagescreme nutzt und dann Concealer. Also Foundation ist nicht so mein Fall. Aber ihr werdet euch denken, warum zum Teufel hast du dann so viele? Also ich habe hier natürlich viele, weil ich ab und zu natürlich mal eine Foundation benutze. Aber meistens eher nur für Shootings, Events. Und hier habe ich jetzt noch zwei MAC Concealer. Den habe ich früher immer benutzt für die Augen. Bis mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich flüssigen benutzen sollte, weil er sehr, sehr dick ist und sich sehr schnell in die Falten absetzt. Und diesmal habe ich keine Glossybox, sondern eine ganz normale Schale. Und hier sind eigentlich meine ganzen Augenprodukte drin. Also keine Paletten, außer diese hier. Das ist die Naked 2. Ist wirklich mein Favorite momentan. Hier habe ich sonst noch also ganz normale Pigmente für die Augenlider. Hier ganz normale Lidschatten. Hier habe ich meinen Primer, also damit die Lidschatten besser auf meinem Lid halten. Und hier habe ich wieder ein Pigment, also einfach nur lose Lidschatten, könnte man sagen, hier wieder ein Pigment. Und sonst, ja, also nichts Besonderes. Hier habe ich halt, wie gesagt, ein paar Lidschatten drin, ja, die ich ab und zu halt mal benutze. Und hier kommen wir auch schon zu meiner letzten Schale meiner Schublade. Und zwar finden wir hier meine ganzen Blushes. Übrigens ist das wirklich ein richtig, richtig guter Blush. Der ist von Catrice, also müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Meine ganzen Bronzer, der ist jetzt zum Beispiel von Benefit. Hier habe ich einen Stick Blush. Dann habe ich hier einen von Milani und also ganz viel Blushes und ja, Konturierzeug. Und hier habe ich auch so einen Puder, den ich aber sehr gern zum Konturieren benutze. Hier habe ich einen Highlighter drin. Also wirklich sehr viel. Dann habe ich hier auch zum Beispiel ein Set, das ist von Sleek. Das ist sehr praktisch, zum Beispiel auf Reisen, da muss man nicht so viel mitnehmen. Hier habe ich einen Konturierungspuder, einen Highlighter und einen Blush drin. Und das ist wirklich sehr praktisch auf Reisen. So, und wenn man das hier ein bisschen nach vorne schiebt, dann sieht man hier, hier habe ich noch ein paar Sachen. Hier habe ich meine Porenverfeiner drin. Das hier ist zum Beispiel von L'Oreal, das heißt Nude Magique. Und hier habe ich mein Porefessional. Und hier sind meine ganzen MAC-Lippenstifte. Die habe ich hier alle hin sortiert, weil in meinem anderen Lippenstiftkästchen da nicht so viel Platz ist. Und das sind lange noch nicht alle, die sind auch alle in meinen Taschen verteilt. Und ja, im Großen und Ganzen sieht meine Schublade
so aus. Und jetzt switchen wir einmal von meinem Schminktisch zu meiner Kommode, wo wir noch ganz, ganz viele weitere Beauty-Produkte finden werden. Fangen wir einfach mal an mit dem oberen Teil. Und zwar finden wir hier einfach so ein paar Kistchen. Die sind einfach nur zu Deko da. Hier finden wir meine ganzen Victoria's Secret Body Sprays, die ich wirklich super liebe. Am liebsten liebe ich das hier. Ja gut, das ist der Poppy-Effekt. Und zwar ist das Coconut Passion und es riecht so gut. Und beginnen wir einfach mit meiner Kiste, wo meine ganzen Parfüms drin sind. Hier ist eigentlich nicht so Spektakuläres drin. Das sind eigentlich meine ganzen Parfüms. Ich habe hier zum Beispiel mein Lieblingsparfüm, was leider nicht mehr hergestellt wird, aber trotzdem noch fest in meiner Sammlung drin ist. Dann das neue Parfüm von Rihanna. Hier ein Hollister-Parfüm, was ich auch sehr schön finde. Und sonst eigentlich nur so ein paar Krimskrams-Parfüms, also nichts Besonderes. Hier zum Beispiel, weiß gar nicht von wem ist das, von Katy Perry. Ach so, ja gut. Und weiter geht's mit der ersten Schublade hier. Und zwar geht es eigentlich auch nur um die. Und zwar öffnen wir die jetzt einfach mal. Wenn man sie öffnet, findet man hier direkt rechts in der Ecke meine kompletten Bodylotions. Es sind noch ein paar im Badezimmer, muss ich dazu geben. Ich bin wirklich ein Bodylotion-Freak. Und zwar haben wir hier ein paar von Body Shop. Hier habe ich eine von Nivea. Hier haben wir eine von Garnier. Also komplett verschieden. Und hier eine von Neutrogena und, und. Weiter geht es mit dieser kleinen Aufbewahrungsbox. Und zwar habe ich hier meine kompletten Handcremes drin. Alles schön sortiert, damit ich auch immer weiß, wo alles ist. Sind auch alle komplett verschieden. Die ist zum Beispiel von The Body Shop, von Essence, von Balea. Dann links neben meinen Handcremes findet man hier meine ganzen Wimpern. Das sind wirklich komplett verschiedene von verschiedenen Marken. Ich habe wirklich sehr, sehr viele für das, was ich eigentlich sehr selten trage. Manchmal trage ich sie aber wirklich nur zu besonderen Anlässen. Hier benutze ich eigentlich standard immer meinen Wimpernkleber von Duo. Ich habe den damals in Los Angeles geholt. Den gibt es aber auch in Deutschland und der ist wirklich sehr, sehr gut. Den kann ich wirklich empfehlen, weil man den leicht abmachen kann und nicht zu sehr klebt und nicht wehtut, wenn man die Wimpern abmacht. Einmal nach links geswitcht findet man hier erstmal meine kompletten Lipglosse. Einmal in Rot, dann in Rosa, Altrosa, dann hier in Pink. Also komplett verschiedene, weil die nicht mehr in meine Schublade gepasst haben. Und hier kommen wir auch direkt zu meinen Paletten. Und zwar habe ich hier zum Beispiel meine Wise Palette von Urban Decay. Die ist auch wirklich sehr gut. Dann meine Naked Palette, die ihr sehr wahrscheinlich auch kennt. Dann haben wir hier meine BH Cosmetics Palette mit meinen tausenden Farben. Hier haben wir auch wieder eine BH Cosmetics Palette, ist auch sehr gut. Meine Sleek Paletten, die ihr sehr wahrscheinlich auch noch kennt. Hier schon wieder eine mit etwas natürlicheren Tönen. So, jetzt gehen wir von hier einfach mal nach links. Und hier kommen wir auch direkt zu meinen Cremes. Und zwar haben wir hier zum Beispiel eine richtige Standardcreme für trockene Lippen, trockene Haut oder sonst was. Das ist die Babycreme von Kaufmanns. Kann ich sehr empfehlen. Riecht schön nach Vanille und ist sehr pflegend. Zwar sehr fettig, aber für die Nacht super. Dann habe ich hier eine BB-Creme von L'Oreal. Die ist aber leider schon fast leer. Deshalb habe ich mir diese hier zugelegt. Die ist von Nivea. Und ich finde die sehr gut als Ersatz für Make-up, weil die sehr Feuchtigkeit spendet und ja, ein bisschen Farbe abgibt und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann habe ich hier eine ganz normale Tagescreme von Nivea. Hier wieder eine Nivea Tagescreme. Eine Creme von Kiehl's Ultra Facial Cream. Hier eine Augencreme von Soap & Glory. Hier noch eine Nachtcreme. Hier wieder. Also jeglicher Krimskrams. Wieder eine Nachtcreme, Nachtcreme, Nivea. Ein bisschen weiter oben findet man hier eigentlich nichts Besonderes. Hier findet man eigentlich nur meine ganzen Deos, die ich benutze. Und hier finden wir einen Föhn. Und hier noch ein Föhn und eine Tangle Teaser Bürste und sonst findet man hier nichts. Hier habe ich zum Beispiel ein Urban Decay All Nighter Make-Up Setting Spray. Also wenn man sich schön geschminkt hat, tut man das ein bisschen aufs Gesicht drauf. Dann habe ich hier ein Hitzeschutzspray. Hier habe ich Haarspray. Hier habe ich, wenn die Haare mal sehr knotig sind, dass man das ein bisschen in die Haare sprüht, kennt ihr sehr wahrscheinlich. Und sonst habe ich hier Volumenspray, Trockenshampoo, wieder Volumenspray, Haarspray und Schaumfestiger. Und das war es eigentlich auch schon mit der Schublade. Und so sieht meine komplette Schublade, ja, im Ganzen aus. Diese super schönen, ja, Aufbewahrungsboxen findet ihr auch bei Ikea. Das war ein ganzes Set übrigens. Also das habe ich in einem Einkauf gekauft. Also wirklich sehr praktisch. Wow! Ich habe vergessen, was da Kerzen sind. Und das war's auch schon mit meiner Schminksammlung. Ich hoffe, das Video war informativ für euch und ihr konntet jetzt so einen kleinen, großen Einblick in meine Schminksammlung sehen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat.
Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr Abonnent meines Kanals werdet, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Und nächste Woche Donnerstag seht ihr dann das nächste Call of Beauty Video wieder auf Paolas Kanal. Und ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch alle ganz doll lieb und bis dann. Tschüss.